Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Paragon. Wir sind hier unterwegs. Ich würde mich gerne mal von vorne zeigen, aber mein Charakter ist ein bisschen kamerascheu. ich spiele den neuen Lieutenant Bitch, heißt sie. Nein, Lieutenant irgendwas mit B. Ich kenne den Namen nicht, Belika oder so. Und ihr habt ihn gerade schon gesehen, da ist Mr. Prain. Hallo. Was geht ab, Leute? Ich bin auch mit dabei. Und ja, Glubschi testet den neuen Helden. Wir waren beide sehr gespannt, wie sich der wohl spielen will, weil es der erste Held ist, der wirklich eine Schusswaffe hat. Und ja, werden wir in diesem Video sehen, werdet ihr in diesem Video sehen. Du solltest nicht wirklich... Geh da weg! Alter. Nein, komm her, wir holen die. Kein Problem. Bist du bekloppt? Tu mit dem Helden, nie im Leben. Doch, komm her. Easy. Alter, hau da ab, Mann, das ist Selbstmord. Komm jetzt her! Mörder kommt von hinten. Nabesh kommt, geh da weg! Jawohl, Alter! Holy shit! Zero Problemo, Alter. Komm, lass in den anderen Dschungel, da sind so viele Platz. Lass in den anderen Dschungel? Was? Jingle Bells, oder was? Ich hab Jingle gesagt. Du hast Jingle gesagt? Ich hab's auf Aufnahme, Alter. Ja, das schneiden wir raus, Leute, das werdet ihr nie hören. Schon wieder Weihnachten, oder was? Ja. Ja, also man sieht's ja schon. Also ich muss sagen, die Figur, jetzt noch einölen, da wäre ich voll dabei. So, holen wir mal die Minions. Gut. Also, ich muss wirklich sagen, dass ich es mal sehr wichtig fand, dass ein Held kommt, der so ein bisschen Shooter-Style bringt, sage ich jetzt mal. Weil die Entwickler, ja, die Entwickler von Gears of War sind. Wer das Spiel kennt, weiß, Shooter, Waffen, da geht's ab. Und jetzt sowas hier mit ins Spiel reinzubringen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, weil wir auch mal... Ich frag nur einmal, hast du die absichtlich alle auf mich gelenkt? Was? Was? Nein! Wie kommst du denn darauf? Nein, überhaupt nicht. Also, hier sieht man es schon, diese komische Raupenlibelle, also das könnte ich sein. Weißt du, immer wenn ich mit dir spiele, habe ich ganz besondere Probleme, die sonst nicht auftreten. Weiß ich auch nicht, womit das zusammenhängt. Kann ich dir nicht sagen. Ja, weiß ich auch nicht, deswegen erwähne ich das jetzt einfach mal so, by the way. Ich dachte, vielleicht, ne? Es muss irgendwie an den Zuschauern liegen. Ja, ich glaube schon, also... Irgendwas stimmt da nicht. Kann nicht anders sein, nein, ihr habt damit natürlich nichts zu tun. Ja doch. Natürlich. Also wir könnten Murdoch holen, aber ich glaube, die Gegner wollen uns hier von hinten umzingeln. Oh, ich mag's doch von denen. Oder die gehen gerade alle rüber. Oh, die Kreis hier war vollkommen unnötig. Ja, ist mal interessant, vor allem, weil wir ja auch sogar mal darüber geredet hatten, wie es wäre, mit einem Maschinengewehr im Paragon rumzulaufen. Und dann... Ja, eben, vor allem nach Glubschis legendärem Spruch, ich mach 200 Schuss pro Damage. Also, an dieser Stelle dachte ich mir schon, wenn das kommt... Oh je. Vorbei. Ja, also wirklich hardcore. Nee, man fragt sich immer so, alle drei Wochen neuen Helden, was kann da so kommen? Können die immer kreativ bleiben? Wird irgendwann abgeguckt? Sowas will man natürlich wissen. Deswegen ist man auch jedes Mal gespannt, zumindest ich. Was erwartet dann in den nächsten drei Wochen? Was kriegen wir da? Jetzt haben wir einen Magier bekommen mit... Ist das eine MP oder was würdest du sagen? Ist das für eine Waffe? Das ist ein MP, würde ich sagen, ja. Irgend so ein Würfel oder was weiß ich, MP, keine Ahnung. Ich habe es mir noch nicht so genau angeguckt. Auf jeden Fall. Oh shit. Finde ich den Helden bis jetzt ganz cool. Ja, ich habe ihn gerade einmal kurz getestet und. Oh. Rampage kommt. Stein! Jetzt könnte man sich fragen, was kommt in den nächsten drei Wochen für ein Held? Und ganz ehrlich, ich hätte mal Bock auf so einen Typ mit einer Armbrust, weißt du? Das fände ich irgendwie geil, weil es gibt Sparrow, die haben einen Bogen. So ein Typ mit einer Armbrust, der irgendwie ein Trapper ist, weißt du, Fallen stellt. Nein! 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 Nigger! Nein!
Nein! Okay, so schlimm war die Idee nicht. So schlimm war die Idee nicht. Ich nehm's zurück. Oh, der ist nicht wirklich davon gekommen. Oh, der hatte weniger. Ach so, das meinst du. Ich dachte, du meinst meine Idee. Nein! Als ob du das wirklich dachtest. Doch. Alles klar, ey. Oh, Mann. Ich bin raus. Nee, der hatte echt weniger Leben als seine Mom. Okay. Mehr sage ich dazu nicht. Meinst du die immer noch nicht richtig sitzen kann, oder von welcher sprichst du? Die von Rampage. Ach nee, das war seine Oma, die er nicht besiegen kann. Stimmt. Das war doch die von Grux, Mann. Was war das? Ach ja. Ich weiß ich doch auch nicht. So, fick den in die Eier. Jawohl. Oh, Glubschi. Eine Behinderung, ich spüre. Was? Wo das denn? Komm, töte ihn. Jawohl, Alter. Jetzt funktioniert's hier. So soll's laufen. Ja, ich kann auch mal zurück und aufbessern. Ich muss ja wirklich sagen, dass nach dem Jungle-Update die viel geiler sind. Ja, diese Special-Dinger da halt immer, ne? Die sind echt nice. Das bringt auch genau. So ein bisschen Individualität rein. Auch die Buffs, die sehen viel schöner aus. Da hast du auch recht. So. Alter, also vom Anfang dachte ich eher, dass wir ein bisschen auf die Fräse bekommen. Aber wir haben uns eigentlich ganz gut gefangen hier. Bis jetzt teilen wir richtig gut aus. Ja. Wir haben aber noch keinen Sammler online. Ich stell mal einen auf, ja? Ja. Normalerweise machst du das ja immer, aber mit dem Helden lass es lieber, ich mach das. Ja, diese Runde gehört jetzt der Jungle ja auch dir ganz alleine. Also ich denke mal, dass du da auch früh rauskommen wirst und rasieren wirst. Weil sonst haben wir den ja immer geteilt. Gut. Hast du eigentlich schon ein Video gemacht wegen unserer Paragon-Community? Ach stimmt, da war ja noch was. Oh! Das hatte ich komplett vergessen. Jo. Scheiße. Kein Ding, ich wollte einfach mal fragen. Also Leute, nicht wundern, er hat's vergessen. Ja, weil das stand da ja irgendwie auch noch so alles ein bisschen in den Sternen, weil hier Twinscube wollte ja auch mitmachen. Was da jetzt ist, weiß ich gar nicht mehr. Ja, Twinscube hat das wohl irgendwie vergessen oder so, weil er hatte viel zu tun, er hat immer noch viel zu tun. Und ich habe das dann einfach rausgehauen, das Video. Fand er zwar sehr spontan, aber er hat sich auch gefreut. Und weißt du, ich bin jemand, wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Ich warte dann auch nicht so lange, weil ich will mich auch dran halten. Deswegen war ich der Erste, der das rausgehauen hat. Ja, lange warten tue ich eigentlich auch nicht gerne, nur ich bin halt davon ausgegangen, dass man das zusammen machte und da kam halt irgendwie. Ich hätte das ja gern zusammen gemacht, nur bei Leuten, die irgendwie immer viel zu tun haben, ist das natürlich schwierig, ne? Das stimmt. So, ich gehe mal in die Mitte und helfe. Wäre nicht schlecht, ja. Kalari muss sich schon zurückziehen. Also du müsstest eigentlich mit deiner Drohne die gut weg hauen können. Ja. Aber riskier nicht zu viel. Vorsicht, Kalari kommt, ich bin neben dir. Hab gerade auch Abklingzeit auf die Drohne. Er wirft sein Messer in den Boden, ey. Der hat einen Fußfetisch, der wollte deine Füße treffen. Oh, warte mal, dies. Oh. Ich würde da rausgehen. Quatsch. Aber wir konnten hier auf jeden Fall gerade genug Damage verteilen, dass sie hier nicht jetzt versuchen anzugreifen. Kalari Half-Life, Narvish Half-Life und... Boah. Das ist doch schon mal gut. Okay, hier ist Iggy. Iggy, ja Siggy. So. Ja, ich mach mal die Drohne. Oh, rechts müsste mal einer hin. Da will der Stein durchgehen. Ich habe aber nicht allzu viel Mana. Ich kann da nichts machen. Leben. Und Mana. Also beides.
Ich habe nichts verstanden, sorry. Wir hätten rechts jemanden gebraucht. Oh. Weißt du, dann sag mir das, dann würde ich auch hingehen. Ist ja nicht so, dass ich gerade gesagt hatte, dass wir rechts jemanden brauchen. Ja, eben, deswegen sage ich ja, sag mir dann, dass wir rechts jemanden brauchen, wenn du mir das sagen würdest, dann wäre ich da, wenn du mir das sagst, weißt du? Ja, tut mir leid, da habe ich ein bisschen zu spät geschaltet, das ist irgendwie... Ja, war mein Hättest du Fehler. mir das mal gesagt? Ja, wäre besser gewesen. Jetzt gürken die wieder alle in der Mitte, oder was? Ja, die sind alle mittig. Ich komme da gleich hin. Ich will nur noch ein Minion erledigen. Oh, bin auch gerade auf dem Weg. Achtung, Kalari. Hi. Zwei sind links. Bam! Ja. Mit der Ulti weggenudelt. Das war ein Bitchfight. Kann man diesmal wirklich sagen. Oh ja. Lieutenant Bitch. Oh, links. Wir sollten links, rüber. Links, ja. Links. Defend the left way, please. Und da steht da gleich einer. I don't care. I don't care. I love it. I love it. Was geht hier wieder ab? Ich weiß es doch nicht. Oh, was ist denn da? Party. Okay, tschüss, Boss. Oder wie heißt er? Nudelsalat. Boss. Einmal Rampage. Rampage ist im Jungle, also ich kenne dich. Ich weiß, dass ich da nicht hingehen sollte. Was? Du kennst mich und ja, weißt, dass... Ich weiß nicht, dass der Typ Rampage im Jungle spielen kann wie du. Aber... Was versuchst du da, Alter? Vergiss es. Komm hoch, Rampage. Das Geile an meiner Axt ist, die passt perfekt in seinen Kopf. Ey. Das ist aber ganz schön brutal. Er müsste nur vorbeikommen. Das war nicht brutal. Das war zärtlich. Was, eigentlich ist sie gar nicht mal so schlecht. Also ich muss mal gucken. Also entweder mache ich ein bisschen mehr auf Standardangriffe, weil damit kämpfe ich irgendwie am meisten mit der. Oder? Ja, das habe ich vorhin auch gemerkt in meiner kleinen Testrunde. Ah, okay, ihr geht schon zur Mitte. Weil die Fähigkeiten, die haben auch echt lange Abklingzeit. Also wenn ich mal die Kreis angucke, die hat irgendwie eine Minute bei mir. Das ist schon nicht ohne. Die Drohne ist sofort weg. Wir haben gegnerischen Fey, oder? Habe ich irgendwo Fey gesehen? Also ich habe keine Fey gesehen. Ne, okay. Ne, Kalari, Nabel. War das Einbildung? Weil ich hatte das Gefühl, neben mir wächst auf einmal wieder so ein scheiß Gestrüpp oder so. Das wächst doch normalerweise auf deinem Kopf. Nee. D-Abo. Oh. Ja, easy. Nächste Woche habe ich wieder 50 mehr. Ja, genau. Mindestens. What else? Oh shit, Alter, zieh dich zurück, Spero. Cappuccino! hol den euch, ich hab ihn angehittet. Wen meinst du jetzt? Hier sind so viele. Das war gerade auch mal wieder ein Schlachtruf von mir, wie er im Buche steht, Alter. Was meinst du? Ich hab Cappuccino gerufen. Da ist die Bitch! Oh. Nein, ich werd bitchen! Nein! Scheiße! Ja, ich nehme mal die Bombe.
Ach, jetzt dürfen wir zugucken. Du prügelst dich erstmal mit deinem Ebenbild. Oh, getötet. So, wo geht denn was ab? Okay, bin wieder da. Da ist er. Ich gehe mal rechts rüber. Hüpf. Ich bin ein Hüpfhörnchen. Ich komme dem hinterher, ja? Ja. Also, da spielst du einmal eine Frau und schon rennen sie einem alle hinterher. Oh ja. Wie soll man das verstehen? Ist das etwas sexistisch? Das kannst du dir gerne aussuchen. Wett, das kann man sich aussuchen. Ich hätte auch sagen können, ich mag deine Beine, wann sind die offen? Jeden Sonntag und Dienstag von 3 bis 7 Uhr. Also da geht aber ziemlich viel bei dir, habe ich gerade das Gefühl. Ja. Bitch, Alter. Ja. Ne, die kommt nicht. Kalari kommt davon, Alter. Ich will nicht mehr. Nein, da. Die. Oh nein, ich muss laufen. Opfert euch mal für mich. Ah nein! Wie hast du mich getroffen? Er vergisst vor lauter Lachen wegzurennen. Wie blöd kann man eigentlich sein? Nee, ich renn doch. Ja, dann lauf. Ja, was soll ich denn noch tun, außer den Stick drücken? Ich konnte nichts machen. Die hat mich irgendwie trotzdem getroffen. Ich weiß nicht warum. Du bist vorne halt näher am Gegner, weißt du? Ja, aber die waren ja trotzdem alle schon am Kämpfen. Und ich bin ja schon weggerannt. Hat er das verstanden? Hä? Denk nochmal über den Satz nach. Du bist vorne näher am Gegner, ja. Warum? Ist doch richtig. Weil du näher an der Gegner schon gebased bist. Oder wie meinst du das jetzt? Er hat es nicht gecheckt. Wie meinst du das denn jetzt? Denk an ihren Körperaufbau. Wieso bist du mit deinem Körper sozusagen... Alter! Und er checkt ihn nicht. Ich bin aber erst vorwärts gelaufen. Also mit dem Arsch in die Richtung. Zu dem Gegner. Ja, da bist du ja auch näher dran. Also das ist jetzt wirklich sexistisch. Ja. Bearbeitet sie! Jawohl. Erstmal 3 Minions gerade abgesnackt. Alles meins. Oh, das war knapp. Jawohl. Wo bist du gerade? Ich bin im Dschungel. Da, wo er hingehört. Oh ja. Ja, mir gefällt das hier irgendwie nicht. Ja, da kommt Kalari. Weil Kalari ist da. Unterstützung! Bitch. Da oben. Boah! Der hat gesessen.
Nein, ich wollte. Sorry, sorry. Ich wusste nicht, dass du nochmal triffst. Oh Mann, jetzt habe ich dir den geklaut. Jetzt kann ich mich vergraben gehen, ey. Es fängt einfach schon wieder an. Weißt du, da spielt man einfach mal wieder nach 2 Wochen Auerstein. Aua, was? Da spielt man einfach mal wieder nach 2 Wochen zusammen Paragon. Und was passiert? Ja, werden einfach mal wieder die Kills geklaut. Lupschi klaut mir immer wieder den Kill. Das hatten wir doch schon alles. Oh oh. Lupschi, du wirst gekillt. Nö, nö. Er kann wegrennen. Stell dich hinter mich. Aber dann gucken doch meine breiten Hüften raus. Gleich nicht mehr. Was? Hinter dir ist Murdoch, pass auf, pass auf. Ah. Nein! Ich hab gerade abgebrochen, das zurückporten, und dann habe ich gesehen, wie er auf sein Knie gegangen ist. Er wollte mich heiraten. Oh man. Ich hab's dir noch gesagt, du hättest echt mal auf die Map gucken müssen, weil man hat gesehen, dass hier kommt. Ja, ja. Meine Titten waren im Weg. Das Leben ist hart. Ja. Aber leider kann ich jetzt nicht sagen, wie mein Schwanz. Ich hab ja keinen. Das Video ist so sexistisch. Was? Hä, wir wollen hier abstimmen, ich bin Alter. Glubschi von den Glubsch Bros. Wir spielen hier zu zweit, einmal aus der Vergangenheit und aus der Zukunft. Das wäre voll geil, irgendwie. Das findet er auch noch geil. Das wäre verstörend. Das wäre ein bisschen traurig, aber hey, irgendwie auch ein bisschen geil. Der aus der Zukunft weiß doch schon, wie das Video wird. Du musst doch gar nichts mehr machen. Dann holen wir uns Rampage. Gib ihm alles, was du hast. Gib ihm alles, was du kannst. Ja, seit neuestem singt er. Oh ja. Was ist denn hier los? Boah, das war mega knapp, Alter. Och nö, wieso stellst du dich auch neben mich? Du sollst doch nicht in meiner Nähe gehen, wenn ich Kills mache. Was? Du weißt doch, dass dir der dann geklaut wird. Ja, ich hatte gesehen, dass du da kämpfst, und dann hatte ich dich unterstützt. Ja, ich weiß aber nicht, dass gleich wieder kommt. Jetzt hat er mir den Kill geklaut, weil das war einfach eine Situation, wo ich nicht sterben wollte. Nö, da hattest du mir nicht den Kill geklaut. Das war schon alles in Ordnung so. Ich hätte ihn sogar fast dir geklaut gehabt, weil ich meine Ulti gerade geschossen hatte. Wäre dann halt die Revanche gewesen, wäre okay gewesen. Ja, für die 30.395.309 andere Male, wo du sie mir geklaut hast. So oft hast du mir gar nicht den Kill geklaut, jetzt übertreib nicht. Wir haben in der Mitte irgendwie ein bisschen Besuch von Minions. Finde ich nicht ganz so toll. Ah, schade. Ich finde diesen Typ mit der Fackel auf dem Kopf, der den Damage-Buff hat, finde ich so geil. Der könnte ruhig als Held in diesem Spiel verfügbar sein. Die Fackel auf dem Kopf. Lauft, Jungs, lauft! Wir müssen uns zurückziehen. Ist lustig, ich komme gerade aus der Base und sehe, wie so 3 Typen wegrennen. 3 Frauen auch noch. Ja, das war der Bitch, der Bitch Squad. Sorry. Ah, was nehme ich mir denn jetzt? Was nehme ich mir denn jetzt? Ach du Scheiße, ich bin so dumm. Luxi, wo bist du? Ihr seid alle in der Base. Ihr lasst mich einfach hier stehen. Kann man das nicht ankündigen? Was? Ich renne so voll euphorisch in den Kampf. Ich denke, yeah, jetzt gibt's auf die Fresse. Keiner da. Ne. Nix.
Nee, das musst du mir sagen, Mann. Ich wäre jetzt einfach reingerannt und meine Mates wären nicht da gewesen. Ja, wäre doch auch mal was gewesen. Ja, genau, 5 versus 1. Ja, passt doch. Da kann ich jedem, der aus meinem Team nicht da ist, den Kill klauen, ne? Hättest du dir wahrscheinlich gewünscht. Na, dann kann ich endlich mal kommen und abstauben, alle 5. Genau. Ich habe die ganze Zeit in mein Deck sogar eingebaut, diese eine Sammlerkarte. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht die Sammler anmachen kann, weil ich keine Sammlerkarte mit habe. Das ist einfach früher. Tja. Fick meine Mom. Okay. Boah, komm, Minions, tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Nein, ihr seid Huren-Minions. Oh, rechts Murdoch ist fast tot. Glubschi, lassen wir uns den Satz nochmal durch den Kopf gehen. Was hast du gerade gesagt? Was? Ihr seid Huren-Minions. Ja. Etwa nicht. Holt ihn euch! Oh, der war schon fast tot. Jetzt muss er nochmal von vorne raufkloppen. Schön. Sagt er, und ist in Wahrheit traurig, dass ihm der Kill geklaut wurde. Nee, nee, da habe ich extra geholfen. Ja, ja. Paragon ist nicht Call of Duty, das hier ist ja nicht Team Deathmatch. Sagt der mir immer jeden Kill klaut. Ich hab dir gesagt, dass das Situationen sind, wo ich nicht sterben möchte und einfach auf die Tasten kloppe. Ja. Und wenn da dann so ein Typ neben mir steht, der nicht genug Damage macht, weil er den Kill nicht bekommt, dann ist das nicht meine Schuld. Ja, jedes Mal bist du kurz vorm Sterben. Genauso wie diese eine Situation im Jungle, wo der Nabesh war, wo ich Nabesh war und der eine nur noch wirklich einen Schlag brauchte. Ich wollte gerade zuschlagen und dann kommst du mit Chimeras, hattest sogar gesagt, hier mach du ihn und dann schlägst du nochmal zu und tötest sie. Ja, das war auch so eine Situation, wo du fast tot warst, wo du nicht sterben wolltest. Auf jeden Fall, du. Habe ich dir das nicht? Das habe ich dir aber wirklich erklärt. Ich wollte mich gerade umdrehen, hatte aber noch diese Viereckfähigkeit an, dass er zuschlägt. Und der Schlag war so schnell, dass ich ihn halt nochmal getroffen habe. Ja, ja, überall Ausreden. Ja, ja. Das habe ich dir erzählt. Ja, man kann ja vieles erzählen. Das stimmt. Viele Geschichten können erzählt werden. Wann ist eigentlich dein Kanal-Trailer fertig, oh, der neue? Oh, 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 oh. Oh, puh, wie bin ich dann davon gekommen? Oh, 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 oh. Der ist eigentlich schon so gut wie fertig. Also, hab fast alle einzelnen Zählen raus. Ich wollte noch mal gucken, was bei Seven Days to Die drin ist, so geil ist. Und, das habe ich aber auch mich nur da jetzt paar schon drauf. Das wird echt geil. Also demnächst wird er dann auch. Du bist kommen. Wahrscheinlich nur am Schreien und Panik haben, ne? Nein. 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 Da ist ein Panzer! Der Panzer gibt um! Das war so geil. Ach ja, stimmt, das könnte ich sogar auch reinschneiden. Gut, dass du das erwähnst. Hast du das noch nicht? Nee, daran hatte ich mich gar nicht gedacht. Klau dir die Szene mal bei mir aus dem Battlefield-Video, weil ich habe das so lustig aufgenommen. Oh, die sind bei uns im linken Jungle. Ja, ich hab das ja auch. Also.